Hallo ihr und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Don't Stuff. Und zwar in dem Modus, wo wir kaum geistige Gesundheit haben. Und es könnte in der Nacht sehr gefährlich werden. Ja, wo ist unser... Es wird gefährlich. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo unser guter Dings ist hier. Oh Mann, hört auf, schaut mich nicht so an, ihr Kreaturen dort. Wir können angegriffen werden, jederzeit von der Schatten, von den Schatten, von der Finsternis. Oh, das ist nicht gut, das ist so absolut nicht gut. Dieser Regen hat uns richtig niedergemacht. Wir haben doch so kaum Leben, gerade mal 100. Die Viecher machen sehr viel Schaden. Ja, oh. Nicht schon wieder Hunde? Doch, Hunde. Oh mein Gott. Geht das jetzt aus? Was machen wir? Doch mal at full, ja. Ja, es ist langsam. Ja, die Hunde kommen. Aber es ist gleich hell. Ja. Können wir Chester jetzt sehen? Wo geht's? Wir gehen nach unten. Wo ist Chester? Wo ist mein Knochen? Okay, Chester, komm. Habe ich meine... Wo ist meine Rüstung? Okay, ich habe meine Rüstung. Oh ja, hier sind... Oh, was machen wir jetzt? Wir rennen! Wir machen das, was wir am besten können. Rennen. Ich habe eine Schaufel, damit kann ich ihn nicht töten, glaube ich. Hier sind aber, ja. Oh. Oh, shit. Ja. Ich glaube, das Viech ist brutal. Die Schatten greifen jetzt auch an. Ja. Hallo, Hunde, Hunde. Ja, ihr seid liebe Hunde. Lieb und brav seid ihr, glaube ich zumindest. Okay, wir haben hier einen Weg, da können wir... Wow, die sind auch auf den Wegen sehr viel schneller. Das war damals nicht so. Damals bin ich euch so leicht entkommen auf diesen Wegen. Lass mich in Ruhe. Ihr verdammten Hunde. Wieso müsst ihr gerade jetzt kommen? Ihr wartet erst vor kurzem. Ich habe das Gefühl, ihr kommt in viel kürzeren Abständen. Ja, komm her. Oh nein, komm nicht her. Komm nicht her. Oh. Hier, jetzt könnt ihr kommen. Kommt ihr, lieben Hunde. Ich habe für euch. Schaut mal, die haben rote Hintern und so. Ja, die verfolgen euch alle. Und mich. Seht ihr? Euch alle werden sie verfolgen und töten. Da, greif sie an. Los, greift an. Da, die Hunde greifen an. Oh ja, die Hunde. Wow, und die brennen. Naja, vielleicht sterben wir ein paar von denen. Schau mal, wir haben Blümchen bekommen. Blümchen helfen uns zu überleben. Hallo ihr. Schaut mal, da sind Schatten. Greift ihr Schatten auch an? Willst du mich angreifen? Schaut mal, da. Hallo. Da, greift sie an. Nein, die greifen keine Schatten an. Oder? Also die greifen Chester an, aber nicht die Schatten. Doch, die greifen auch Schatten an, oder? Nein, die greifen Chester an. Oh, was? What? Was ist das? Was ist das? What zum Shit passiert hier? What the fuck? Ich habe noch nie gesehen. Wirklich nicht. Was bist du? Es ist tot auf jeden Fall. Das ist tot. Was immer das war. Ist tot. Wow, hier sind jetzt viele Schätze. Die wollen wir uns alle reinziehen, oder? Die wollen wir uns reinziehen, auf jeden Fall. Was wir uns da noch reinziehen werden, ist das hier. Haben wir nicht noch Beef Jerky oder irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, gerade nicht. Okay.
Das Fleisch wird irgendwann schlecht. Mal sehen, ob wir uns da was wegnehmen können. Hallo. Doch, von so ein bisschen, ja. Downfeather, oh, können wir nicht tragen. Okay, habe ich gerettet aber für euch. Wow, hier gibt es gerade so viel Zeugs. Komm, Chester, lass uns mal ein bisschen Abstand nehmen. Und wir schauen mal an. Oh, das regnet schon wieder. Nicht schon wieder. Komm schon. So, das Fleisch. Packen wir auch hierher. Ja. Und jetzt? Okay, wir können es aber nicht nehmen. Wegen den Viechern. In der Nacht vielleicht. In der Nacht vielleicht, ja. Aber nicht jetzt, oder? Oh, kommt schon, ihr seid brav, oder? Oh, brav. Brav. Lass ihn ruhig. Ich brauchte nur Fleisch. Komm, Chester, komm, Chester, komm, Chester. Du alleine. Ja, ja. So. Okay. Wir nehmen nochmal hier eine Blume mit. Weil die ist gut. Oh, komm, lass die Bäume in Ruhe. Wilson, Wilson. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Ja? Ja? Okay, und jetzt weggehen. Hier. Down Feather. Keine Ahnung für was. Aber kann man bestimmt mal gebrauchen. Oh ja, wartet. Oh Gott. Hier, Soggy Meat. Ja. Jetzt gehen wir wieder weg. Wir haben ein bisschen umsonst bekommen, würde ich sagen. Ist doch ganz gut hier. Bist du auch schon ganz feucht, mein lieber Chester? Und das auch so essen? Dropstick. So. Wartet. Hier. Ich traue mich nicht. Okay, wir lassen das jetzt. Wir gehen wieder zu unserem Lager. In der Dunkelheit. Wo ich den Weg nicht sehe. Ja. So ist das hier. Zumindest sind wir ein paar der Hunde losgeworden. Ja, sind wir. Okay, wir laufen. Laufen wir auf dem Weg. Ich glaube, ich muss hier unbedingt ein Lager bauen. Los. Leid. Leid. Ja, okay. Ich weiß nicht, wieso jetzt sich mein Fenster öffnet. Was passiert hier? Okay, Leute, wir machen kurz Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben hier ein schönes Feuer gemacht. Dass wir noch weiter hier... Komm hier. Mann, ist das schön, oder? Ein Feuer. Ein Feuer, ja. Wir können doch hier bestimmt irgendwo für Survival. Können wir da nicht irgendwas bauen hier? So, her damit. Reduziert irgendwie den Regen, glaube ich. Damit sind wir doch sicher, oder? Damit geht's es gut. Ja. Ich bin mir sicher. Oh mein Gott. Mann, die... Oh, wieso habe ich gerade so wenig FPS? Früher hatte ich viel mehr FPS. Oh, das geht mir gerade nicht in den Kopf hinein. Mann, unter 10 FPS? WTF? Ich hoffe, ihr merkt da nichts von. Das ist furchtbar gerade. Oh, Mann. Furchtbar ist auch, dass wir dieses Mistviech gesehen haben. Und dass wir den Stein hier haben, obwohl der mir gar nichts mehr bringt. Komm hier. Stormen wir mal rein. Können wir nicht. Ach so, ja, dann warten wir den noch. Hab mich anders entschieden. Ha! Los, Ed Fool. Los. Immer schön rein hier. Okay, ich habe ein schönes Feuer gemacht. Und ich habe wenig, aber zum Glück, ja. Also wenn wir jetzt Blumen finden, würde ich sagen, nehmen wir die Blumen mit. Okay, ja, ja, ich weiß, ihr Kreaturen seid da draußen. Ihr wollt mich fressen. Was ist das? Fluffy. Okay. Los, komm her. Ja, wir haben... Okay, wir haben tagsüber jetzt. Das ist schön. Also ich glaube, das ist nicht der kürzeste Weg, wenn ich der Straße hier folge. Ja, wow, speichern, okay. Speichern ist gut, ja. Obwohl das hier nicht so viel bringt. Oh, warum ist es jetzt unbedingt eine Regenzeit?
Ich hasse den Regen. Wirklich, das tue ich. Los, her damit. Ja, schön gemacht, Wilson. Und was haben wir hier? Oh, natürlich. Noch ein paar Blümchen für den guten Wilson. Damit wir hier nicht gegen Schattenkreaturen kämpfen müssen. Denn die sind gar nicht gut. Ja. Oh, in Slow Motion heute. Don't stop in Slow Motion, gell, oder? Ich freue mich, wenn ich... ehrlich gesagt, wenn ich sterben sollte, freue mich doch irgendwie. Weil mein alter PC ist... Ich weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Der ist nämlich eigentlich ein ganz guter PC, aber... Naja, ich habe einen neuen PC und der ist eine Million mal besser. Ja. Eine Million mal besser. Okay, wir sind bei Dings. Ja, machen wir hier nochmal. So, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder bei 100 geistiger Gesundheit. Und die brauchen wir. Die haben wir richtig nötig. Ja. Der Regen ist gerade... Der schafft meinen... Aber er geht gerade wieder ein bisschen hoch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war es auch dieses große Viech. So ein großes Flatterviech. Ach so, ja. Weg von den Bienchen. Die greifen uns alle an. Ihr seid nämlich aggressive Bienchen. Das habe ich schon bemerkt. Okay, wir haben hier noch nichts zu essen. Das ist auch irgendwie störend. Wir setzen hier noch ein paar Dinger hin. Wie war das hier? Ja, ihr seht schon. Chester wird angegriffen. Aber egal. Doch, wir greifen die Biene gleich an. Denn Chester kann sterben und dann verschwindet er einfach. Und das will ich nicht. Also er kommt aber irgendwann wieder. Ja, hier noch einzelne Planten. Aber habe ich den irgendwo... Ja, lass doch den armen Chester in Ruhe. Komm hier. So, nimm das, dumme Biene. Ja, was hast du davon? Oh, shit. Das will ich nicht. Wir haben hier ab. Da sind ein paar zu viele Bienchen. Die haben wohl gemerkt, dass ich... Oh ja, jetzt kriegen wir hier. Weißt du, jetzt wo ich es nicht mehr brauche. Lass mich in Ruhe, Bienchen. Ich habe doch nichts gemacht. Gott schon. Ach, das gibt's doch nicht. Wir werden im Moment von allem gejagt. Die Natur hat sich gegen uns verschworen. Und ich habe Hunger. Wir müssen irgendwo Nahrung finden. Ja? Okay, wartet. Wo gibt's hier überall Büsche? Wo wir Nahrung finden? Da oben? Wir gehen jetzt da oben. Wir lassen die Viecher in Ruhe. Sollen die tun, was sie wollen, oder? Dumme Bienchen. Greifen mich hier einfach an. Denken sich, dass sie irgendwie hier Herrschaftsgebiet haben über alles und jeden, wisst ihr? Nee, nicht wirklich. Das ist mein Gebiet. Und ich bestimme hier alles. Ich kann es nicht tragen. Aber ist das interessant. Ach, da bist du. Okay. Okay, jetzt habe ich hier... weiß ich. Ja, nee, so sah die Sicht nicht aus. So ist es richtig, okay. Ja, komm her. Hauptsache ich kann irgendwelche... Oh, ja, natürlich, jetzt wird es wieder kalt. Ich brauche trotzdem Nahrungsmittel. Hier haben wir noch einen Busch irgendwo. Ich kann mich jetzt nicht darauf aufmachen, ein verdammten Dings zu finden. Einen Lagerfeuerplatz. Wenn wir hier erstmal unbedingt hier so Dings brauchen, ja. Wir brauchen unbedingt. Kommt schon. Das ist nicht mehr kalt. Das warme Wetter steht vor der Tür. Der Frühling möchte uns begrüßen, nachdem wir eine kalte Winterzeit, eine harte kalte Winterzeit überlebt haben. Er möchte sagen, hier sind wir. Der Frühling ist da. Jetzt wird's wieder warm und alles wird gut. Und du wirst nicht mehr Hunger leiden. Denn du wirst überall Büsche finden, in denen du dich verstecken kannst. Oder zumindest kannst du leckere Früchte finden, die dich am Leben halten. Ja. So stelle ich mir das vor, so sagt es zu uns. Wir sind der Frühling.
und wir wärmen dich. Es gibt hier Regen, doch lass dich nicht stören, denn der Regen lässt alles erblühen. Und mein Gesang ist nervig. Tut mir leid. Was schon neige ich dazu? So ein bisschen so Gesang, obwohl man es nicht kann. Wie andere bei der Dusche mache ich das vor der Kamera. Ich singe dann ein fröhliches Lied. Ja, wie Regen, oh Regen, wieso machst du mich nass? Lass mich doch trocknen, sonst wird es krass. Krass ungemütlich auf jeden Fall. So, haben wir ja auch schon bemerkt. Aber wir haben es ja überlebt irgendwie, ja? Und ich kann jetzt nicht viel aufsammeln, obwohl ich eigentlich mein Ziel war, ja, wie wir wissen. Es war mein Ziel, ja, ja, hier nochmal Blümchen aufsammeln. Komm, Blümchen, ja. Oh, shit, ich brauche Essen. Oh, shit, ich brauche ein, hab ja hier. Wartet, wir haben doch hier irgendwo ein Lagerfeuer. Halten wir das so lange aus? Und jetzt frieren wir auch noch. Okay, hier. Okay, es ist nur Chester und Hände. Nein, 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 geht weg. Aus dem Nichts kommen Hände. What? Das sah ja crazy aus. Okay. Geh weg, du bist nicht sichtbar für mich. Du bist nämlich erst später sichtbar, so. Ah, okay. Wir überleben's. Diese Nacht. Ah, wir sammeln hier noch trotzdem mal was auf. Komm, wir sammeln. Was ist das? Kollaps? Aha, closed. Okay. Na gut, wenn das closed ist, wieso nicht? Ich habe ja noch ein paar offene. So. Was war das für ein Geräusch? Was erwartet mich denn noch hier in dieser verdammten Finsternis? Wir sammeln das auch auf, oder? Ja, ja. Komm hier. Warte, ich habe doch Fleisch. Das soll ich vielleicht mal garen da. Das vergammelt mir sonst. Ja, ja. Egal. Kochen wir alles. Bevor das vergammelt, oder? Essen. Hier kochen wir auch. Ich habe nämlich Hunger. So, gute Sache, gute Sache. Jetzt haben wir hier gekochtes Fleisch. Das essen wir natürlich alles. 117, 142 und das gibt eine ganze Menge dazu. Also fast 40, ja, minus 5. Fast 30, also 25. Wow. Da bin ich gut umsorgt, glaube ich. Okay, wir können weitergehen. Wir haben erstmal wieder Nahrung, ja. Wir können also hier wieder weggehen. Wir können schauen, ja, ich bin gerade nicht bereit, gegen irgendein Viech zu kämpfen. Speichern, wir speichern. Okay, wir gehen kurz zu unserem Lager zurück und dann, denke ich, beende ich sogar gleich die Folge. Wird diesmal eine etwas kürzere Folge, ja, muss auch mal sein. Ja, wir haben früher auch immer nur komisch 2 Tage gemacht. Und das waren schon wieder 2 nervenaufreibende Tage. Was hier wieder passiert ist, das haben wir den ganzen Winter kaum überlebt oder erlebt. Oder? Was sagt ihr denn dazu? Was? Schon Regen, Regen, Regen hier. Lasst mich mit dem Regen in Ruhe. Ja, das sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Das ist Essen. Und Essen ist ja immer gut irgendwie. Das ist mein Lager. Okay. Dann sollen wir vielleicht die Falle suchen, die ich weggelegt habe. Aus unempfindlichen Gründen. Wo ist die Falle? Hier. Ja, wegen diesen dummen Bienchen, die plötzlich angegriffen haben. Aber ich habe mich ja nur verteidigt. Ja, habe mich verteidigt. Das will ich mal hier nochmal ganz klar klarstellen. Wartet mal, haben wir hier irgendwo Platz, damit ich den Bienenstachel da reinlegen kann? Der ist auch irgendwie wertvoll, oder? Da hatten wir schon mal einen Bienenstachel. Also seht ihr, die Bienen haben uns schon mal geärgert. Also, ich sehe das nicht ein, dass diese Bienen, ja, die greifen uns an, obwohl wir nichts machen, und wir kriegen den Ärger. Ja? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch gegen alle Ethik hier, ihr Bienchen.
Würdest du mal herkommen? Ich brauche doch Fleisch, Chester. Komm, ja, danke, danke. Du versteckst immer in den unmöglichsten Orten. Okay, hier, drei. Jetzt drehen wir mal das Ganze hier rein. Da rein. Also trocknen. Klingt immer so komisch, wenn ich drei sage. Let's drei, drei. Wow. Genau, so ungefähr. Und natürlich können wir das auch trocknen. Los, zeigen wir mal. Ich zeige euch alles. Nur hier live bei Don't Starve auf Marcos Superkanal. Okay, wartet. So, was machen wir jetzt nächstes? Wir müssen uns wieder richtig aufpäppeln und schauen, ob wir hier in dem ehemaligen Schweinedorf wieder, naja, Sachen finden. Okay, aber das erst nächste Folge, weil aus irgendeinem Grund habe ich sehr wenig FPS. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ja? Und ich würde mich über Däumchen und Kommentare freuen. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao!